Wir haben ja einen neuen Bundestag gewählt und ich kann jetzt auch von uns sprechen, denn ich durfte auch jetzt zum ersten Mal mitwählen und es war nicht nur für mich die erste Wahl, sondern auch für das Wahlsystem überhaupt, denn das wurde erst in diesem Jahr wieder geändert und ich denke mal, es ist kaum klar, wie jetzt genau die Stimmen ausgezählt dann letzten Endes in Sitze im Bundestag umgerechnet werden. Und deswegen dieses kleine Video hier. Also das grundsätzliche Prinzip ist natürlich jedem klar oder sollte jedem klar sein. Ich habe zwei Stimmen, eine Erststimme für eine Person und eine Zweitstimme für eine Partei. In jedem Wahlkreis ist die Person mit den meisten Stimmen direkt im Bundestag und die Zweitstimme, die ich einer Partei gebe, bestimmt dann das Sitzverhältnis der Parteien im Bundestag. So weit, so gut und mehr muss man auch eigentlich nicht wissen, um wählen zu gehen und das funktioniert auch alles. Aber wie genau, das ist ja die Frage. Und ich habe mich da jetzt halt ein bisschen mal reingelesen und gearbeitet und versuche das jetzt mal hier kurz und knapp wiederzugeben. Der Bundestag an sich hat 598 Sitze von Hause aus schon mal und die werden in einem ersten Schritt proportional zur deutschen Bevölkerung auf die 16 Bundesländer verteilt. Als Beispiel nehmen wir mal Thüringen. Hier sind durch diese Verteilung 17 Sitze als Kontingent da. Die werden jetzt im Verhältnis der Thüringer Zweitstimmen auf die Parteien, die in den Bundestag gekommen sind, aufgeteilt. Und in den Bundestag kommt man halt, wenn man 5% schafft oder wenn man 3 Direktmandate gewinnt oder wenn man eine Partei nationaler Minderheiten ist. Das ergibt mit dem vorläufigen amtlichen Endergebnis von 2013 in Thüringen 8 Sitze für die CDU, 5 Sitze für die Linken, 3 Sitze für die SPD und 1 Sitz für die Grünen. Nun hat aber hier die CDU 9 Wahlkreise gewonnen, sprich sie hat 9 Direktmandate, aber nur 8 Sitze zugeteilt bekommen und da entsteht das Überhangmandat. Denn die CDU darf natürlich das Überhangmandat mitbehalten und es hängt sozusagen einfach mit dran. Wenn ich das jetzt in allen Bundesländern gemacht habe und dann deutschlandweit die Sitze der Parteien zusammen addiere, dann komme ich auf die Mindestsitzzahlen dieser Parteien im Deutschen Bundestag. Bei dieser Wahl sind dabei 4 Überhangmandate bei der CDU aufgetreten, sodass schon aus den 598 Sitzen jetzt 602 Sitze wurden. Und jetzt kommt noch eine neue Sache, die es, glaube ich, erst seit dieser Bundestagswahl gibt. Und zwar wird jetzt der Bundestag noch einmal weiter vergrößert, bis ich, wenn ich den vergrößerten Bundestag auf die Parteien nach den bundesweiten Zweitstimmen wieder aufteile, es schaffe, dass jede Partei ihre Mindestsitzzahl bekommt. Das passiert bei der aktuellen Lage erst mit 630 Sitzen. Und damit ergeben sich dann die aus dem Fernsehen bekannten 255 CDU mit 56 von der CSU, was ja dann die Union ist, und so weiter. Und jetzt werden die Sitze einer Partei einfach wieder auf die Bundesländer verteilt. Dort dürfen dann die Direktmandate natürlich erstmal alle hin und übrig bleibende Stellen werden dann über die Landesliste auch klar definiert alle besetzt, sodass auch klar ist, wer jetzt letzten Endes in den Bundestag kommt. Das große Problem, wenn man jetzt einfach mal nachrechnen will, ist zum einen, dass man die Zahlen vielleicht nicht hat, aber die gibt's. Habe ich auch ein PDF gleich in der Beschreibung verlinkt vom Bundeswahlleiter. Und zum anderen müssen wir ständig zum Beispiel die 598 Sitze nach verschiedenen Größen, wie zum Beispiel nach der deutschen Bevölkerung in den einzelnen Bundesländern aufteilen oder wir müssen es nach den Zweitstimmen auf Parteien aufteilen. Und können ja dadurch, dass wir nur ganze Sitze vergeben können, nie das genaue Verhältnis herstellen. Natürlich gibt es Verfahren, die dieses Problem lösen. Und das Verfahren, was bei der Bundestagswahl eingesetzt wird, ist dieses hier, was ich garantiert falsch aussprechen würde. Deswegen kann man es auch anders nennen und da wird schon ein bisschen klar, was man da macht. Das ist das Divisorverfahren mit Standardrundung. Das erkläre ich am besten gleich mal an dem Beispiel, dass wir im allerersten Schritt ja die 598 Sitze auf die 16 Bundesländer je nach Bevölkerung aufteilen. Das heißt, hier sind die 16 Bundesländer mit der jeweiligen Anzahl der deutschen Staatsangehörigen, die darin leben. Und jetzt muss man sich bloß mal angucken, wie viele
deutsche Staatsangehörige eigentlich auf einen Bundestagssitz kommen. Sprich, man teilt die 74 Millionen durch die 598 und diesen Divisor nimmt man jetzt für jede Bevölkerungszahl der Bundesländer und erhält damit sozusagen die exakte, ungerundete Sitzzahl. Wenn man die alle zusammenaddiert, kommt man auch genau auf die 598 Sitze, ist ja klar. Und jetzt runden wir mit der Standardrundung einfach alles. Und wenn wir jetzt aber mal gucken, wie viel wir jetzt insgesamt haben, dann sehen wir, es sind nur 597 Sitze. Das liegt halt daran, dass man mal auf- und mal abrundet und in dem Fall halt öfter abrundet als aufrundet, sodass durch das Runden ein Sitz sozusagen verloren geht. Große Frage, welche Partei kriegt jetzt diesen Sitz? Und das wird beim Divisorverfahren so entschieden, dass man diesen Divisor, den wir ja gerade festgelegt hatten, verändert. Sprich, wir haben jetzt hier zu wenig Sitze. Wenn wir den Divisor jetzt kleiner machen, dann werden die Zahlen ja größer, bis es zum ersten Mal passiert, dass durch das Standardrunden, also das kaufmännische Runden, eine Partei einen Mehrsitz bekommt. Und das passiert hier mit 124.050. Und wir sehen, Bayern hat diesen Sitz bekommen, der noch übrig war. Und wir kommen auf genau 598 Sitze, die wir jetzt verteilt haben. Und nach diesem Verfahren, also immer einen passenden Divisor zu suchen, bei dem mit Standardrunden die gesuchte Anzahl rauskommt, werden alle Verteilungen in dem ganzen System gemacht. Wer das für sein Bundesland oder generell überhaupt mal nachrechnen will, kann das in dem PDF, was ich wie gesagt unten verlinkt habe, ab Seite 317 oder so dann auch ausführlich gucken. Da steht für jede Rechnung der Divisor, auch die ganzen Zahlen stehen da auf den Einwohner und die Stimme genau für das vorläufige amtliche Endergebnis der Bundestagswahl 2013. Mir ist bei der ganzen Sache aufgefallen, dass in den Sachen, die ich so beim Recherchieren gefunden hatte, wie zum Beispiel von der Bundeszentrale für politische Bildung und so weiter, wurde immer erklärt, dass jetzt die Ausgleichsmandate, die im Prinzip durch das Vergrößern des Bundestags im letzten Schritt noch entstehen, dass die dazu dienen, die Direktmandate wieder auszugleichen, weil die ja zu Stimmenverzerrungen führen. Ist auch vom System her wahrscheinlich so gewollt und auch verständlich und auf alle Fälle schaffen diese Ausgleichsmandate bzw. die Vergrößerung des Bundestages schaffen auf alle Fälle immer, dass das Verhältnis letzten Endes immer genau das oder ungefähr halt das Verhältnis der Zweitstimmen ist. Allerdings können wir uns ja mal den letzten Schritt angucken und wir sehen, es ist gar nicht die CDU mit den 4 Direktmandaten, die für die Ausgleichsmandate sorgt, sondern die CSU. Das hat natürlich verschiedenste Gründe, aber einer von denen ist sicherlich, dass die CSU nur in Bayern angetreten ist. Und Bayern war ja genau das Bundesland, was bei unserer ersten Rechnung, bei der Aufteilung, sozusagen diesen einen Sitz, der übrig blieb, noch bekommen hat. Das heißt, Bayern hatte sozusagen ein zu starkes Gewicht letzten Endes, was aber nicht anders geht, weil wir halt nur ganze Sitze aufteilen können und müssen. Und dass das natürlich generell auch zu ein paar kleinen Rundungssachen kommt, sieht man vielleicht auch daran, dass ja bei den Sitzen, bei der Mindestsitzzahl, die Linken 60 und die Grünen 61 haben, obwohl die Linken mehr Zweitstimmen als die Grünen haben. Das wird natürlich auch jetzt durch die Ausgleichsmandate wieder ausgeglichen, aber Hauptfaktor für die Ausgleichsmandate ist hier wirklich die CSU, die anscheinend dadurch, dass sie aus Bayern kommt und dort auch noch größte Partei ist, eindeutig zu viel am Ende hatte und deswegen mussten alle anderen Parteien und vor allem auch die CDU noch viele Ausgleichsmandate bekommen, obwohl die CDU ja eigentlich die ganzen 4 Direktmandate, die es dieses Jahr gab, bekommen hat und damit sieht man, dass zumindest bei dieser Wahl die Ausgleichsmandate gar nichts mit dem Direktmandatausgleich zu tun haben, sondern vor allem die Rundungsfehler bei den Verteilungen ausgeglichen haben. Naja, wie dem auch sei, noch eine kleine Schlussbemerkung vielleicht. Würde man die CDU und die CSU als eine Partei auffassen, dann wäre das jetzt hier die erste Stelle, wo das eine Auswirkung hätte. Und dann würden nicht 28 Ausgleichsmandate gebraucht, sondern nur noch 3. Dann hätten wir sozusagen 25 Abgeordnete weniger im Bundestag. Obwohl das rein vom System eigentlich gar keinen Unterschied machen sollte, aber wie gesagt, durch die ständigen Rundungen passiert es halt, dass so etwas passiert.
Ja, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Und in dem Sinne, ciao.